Minute startet ab jetzt. Wir müssen in einer Minute so guten Arsch. Ich finde es auch geil, wie wir alle an einem Baum sind. Und ich bekomme mal wieder das Holz. Oh, bitte bekomme ich beide. Oh mein Gott. Ich liebe mein Internet. Eine Minute, um so guten Stuff wie möglich zu farmen. Und ich habe gar keine Ahnung. Oh mein Gott, Zuckerrohr. Meins. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist... Ach, Digga. Also, Bro, man kann wirklich in einer Minute nichts machen. Ich nehme nochmal Holz. Ich brauche eine Picke, Picke, Picke. Ich kann mich nur runtergraben und hoffen, dass da Eisen ist, Digga. Mehr kann ich nicht machen. Oh mein Gott, Digga, das ist so wenig Zeit, Junge. Digga, ich hab das ganz unterschätzt. Vielleicht hätten wir 5 Minuten machen sollen. Ey, ich habe eine Steinpicke. Wer toppt das? Oh, jetzt, ich hole mir jetzt einfach noch. Ich gucke einfach. Digga, hoffentlich finde ich Eisen. Digga, das war's schon. Das war eine Minute. Okay. Digga, das ging. Digga, das hat sich angefühlt wie 10 Sekunden. Wirklich. 30 Minuten startet jetzt. 30 Minuten, wer farmt den besten Stuff? Und jetzt kann ich auch ehrlich mal erklären, wie das Ganze überhaupt richtig funktioniert, wie wir das Ganze machen. Jetzt die 1-Minuten-Runde ist vorbei. Wir hatten 1 Minute Zeit gerade nur. Das war sehr, sehr rushy. Jetzt haben wir schon 30 Minuten Zeit. Und das Ganze wird jetzt so ablaufen. Wir werden jetzt die 1-Minuten-Runde haben wir jetzt gespielt. Dann spielen wir jetzt die 30-Minuten-Runde und am Schluss die 3-Stunden-Runde. Und dann am Ende von den ganzen Runden treffen wir uns und dann erst sehen wir überhaupt, welcher Spieler was gefarmt hat. Also wir schauen uns jetzt noch nicht an, was wir nach der 1-Minuten-Runde haben. Und das bleibt bis zum Ende ein Geheimnis. Und jetzt haben wir 30 Minuten Zeit, Stuff zu farmen. Also bei einer Stunde, vielleicht kann man Sachen so ein bisschen abschätzen, da konnte man schon Full Deer werden. Man konnte auch schon einen Anvil ranholen, man konnte auch schon ein paar Armor Trims machen. Und ich glaube, in 30 Minuten wird das gleiche meine Strat sein. Da werde ich wahrscheinlich einen Ozean jetzt gleich suchen und dann über den Ozean halt Deer-Rüstung machen. Und ich glaube, in 30 Minuten mit Glück kann man schon Full Deer werden. Das ist schon möglich. Haben wir hier ein bisschen Eisen? Da haben wir Eisen. Ah ja, und was auch noch ist, habe ich vergessen zu sagen, es ist Keep Inventory an dieses Mal. Weil wir hatten bei dem letzten Mal immer das Problem, dass manche dann demotiviert waren, wenn die irgendwann am Ende gestorben sind. Und das ist ja auch Quatsch. Es geht ja nicht darum, hier irgendwie krass zu überleben. Es geht darum, einfach nur guten Stuff zu kriegen. Und auch vielleicht ein bisschen um Glück. Deswegen ist Keep Inventory an. Okay, aber 14 Eisen. 14 Eisen. Das kann ich direkt mal smelten. Genau, dann gut, dass ich auch nochmal hier ein bisschen Essen gefarmt habe. Dann machen wir uns einen. Einmal. Sehr, sehr gut. Einmal wichtig. Damit wären wir eigentlich schon ready, in den Nether zu gehen. Ich brauche nur einen Eimer und vielleicht ein Schild und ein Feuerzeug. Und dann geht es schon in den Nether. Wenn Lava sie finden. Es geht weiter. Also, was ich jetzt brauche, ist ein Dorf. Am besten. Oder irgendwie eine Essensquelle. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und halt ein Ozean. Und da sehe ich wieder ein Iglo. Überleg gerade, bringt uns der Villager unten irgendwas? Wir können halt Holz farmen. Aber ich glaube, bei 30 Minuten... Boah, ich muss mir echt noch Gedanken machen wegen 3 Stunden. Bro, ob ich dann den... ob ich Minecraft durchspiele. Bro, haben wir hier einen Keller? Nee, auch nicht. Ich hasse Eisbiome so sehr, Junge. Das ist so nervig. Es ist zwar cool, dass man mit dem Boot hier so rumfahren kann. Aber ich hasse diese Biome. Bro, hier gibt's nichts. Das ist eine Hühnchenfamilie. Und das ist auch gleichzeitig mein Abendessen. Ja, irgendwie eine Höhle, Mann. Ein paar Dias werde ich doch bestimmt hinkriegen. Oh, da ist ein Dorf. Let's go. Okay, da können wir uns ein bisschen Essen holen. Und ein Eisengolem. Aber das meine ich halt, bei diesen Dörfern ist halt auch nicht so krass, weil hier gibt's halt auch keine Heuballen. Und bei Dörfern ist das Essen halt die Heuballen. Und die gibt's halt hier nicht. Schnell weg. Das ist noch ein Dorf, Junge. Bin jetzt ab. Boah, das ist echt nicht so lucky. Ich glaube, hier kann ich auch eigentlich weiter. Ich brauche hier nichts. Selbst den, also der Eisengolem ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig. Aber ich glaube, hier haben wir ein Ozean. Ah ja, hier ist ein Ozean, das Kelp. Okay. Es könnte nochmal interessant werden. Die Hälfte der Zeit ist um. Maybe haben wir... Hier sind wir auf jeden Fall erstmal sicher vor Mobs. Und genau, Türen habe ich. Hier vielleicht. Hier sieht's. Digga, Bro, ist da der Stronghold? Nee, das sind diese Ruinen, oder? Ja, okay, das sind Mossy Bricks, Bro. Ich dachte gerade, da wäre der Stronghold. Was theoretisch sogar sein kann. Also es kann echt sein, dass da... Also es könnte theoretisch sein, von den Koordinaten her. Oh, da sind die erst. Let's go, Bro. Wichtig. Machen wir uns hier kurz eine Eisenspitzhacke. Und wir hoffen, dass es jetzt nicht nur... dass es jetzt nicht nur ein Dia ist. Es ist nicht nur einer. Nur zwei. Aber immerhin, zwei Dias. Zwei Dias. Ich glaube, ich gehe ja dann schnell wieder raus. Also es könnte... Also das ist jetzt auch nicht so eine crazy Cave, glaube ich. Ich grab mich einfach runter und suche so nach einer Cave. Das könnte ich auch machen. Das Gute bei Wasser-Caves ist halt, weil die Erze immer von Blöcken umschlossen sein müssen. Also die Erze generieren öfter, wenn sie von Blöcken umschlossen sind. Also solche offenen Erze, die gibt es seltener. Aber weil Wasser auch als ein Block zählt, sind die Erze dann sozusagen auch umschlossen und deswegen sind die öfter freigelegt. Boah, ich sag ehrlich, ich glaube, ich grab mich jetzt hier runter. Nochmal da vorne, aber ich glaube, ich grab mich jetzt einfach runter und hoffe einfach auf eine Cave. Weil ich müsste jetzt halt raus, weil der Ozean zu Ende ist. Und ich suche jetzt keinen neuen Ozean. Oh, da sind welche. Let's go. Da sind nochmal zwei. Okay. Die Cave gibt auch noch was her. Vielleicht noch einen? Ja, aber vier Dias. Vier Dias ist schon mal gut. Das wäre schon mal ein Dia-Piece immerhin. War leider nur Schuhe. Ich gucke jetzt nochmal
mal da vorne und wenn da jetzt nichts ist, dann grabe ich mich runter. Grabe ich mich einfach straight nach unten und hoffe, dass da eine Cave ist. Was mache ich jetzt? Ich grabe mich jetzt einfach runter. Meistens sind ja auch unter solchen Caves. Ja, da ist auch was. Oh mein Gott, es ist sogar sowas hier. Das ist auch richtig krass, wenn man sowas in der Cave findet. Ja, eigentlich immer Erze. Okay, hier müssen eigentlich wir. Ja, ich sage schon, da sind. Nach 30 Minuten Dia Chestplate klingt jetzt aber auch nicht so cool. Und nach 30 Minuten Full Dia klingt irgendwie besser. Ich glaube, noch tiefer bringt nichts, wenn ich mich jetzt noch tiefer grab. Okay, da sind auch noch welche. Da haben wir auf jeden Fall mal unsere Chestplate und ein wunderbares Skelett. Das Ding ist halt, das ist auch noch ein Vorteil von Wassercaves. Boah, ich schwärme richtig von den Wassercaves immer. Aber in Wassercaves sind natürlich auch keine Monster. Nee, aber hier kann man es vergessen. Okay, hier geht's. Okay. Wir haben noch ein bisschen. Okay. Wenn solange ich noch rumlaufen kann, dann ist noch ein bisschen die Hoffnung da. Auf eine schicke. Oh, da oben sind auch noch welche. Oh, da sind auch welche, Bro. Aber das Ding ist halt, in so einer Cave ist halt nicht so easy. Wenn überall Skelette stehen. Und Blöcke habe ich jetzt auch nicht so viele. Dann haben wir jetzt einen neuen. Also wir können uns sogar einen Dia-Block machen. Da haben wir sie. Oh mein Gott. Weiß ganz genau, dass da noch einer ist. Ja, da war doch noch einer. Oh mein Gott, das war sogar noch eine. Es war sogar eine Quelle, die ich aufgedeckt habe. Es waren gar nicht die zwei. Boah, wichtig. 13 Dias. 13 Stück. Bro. Und ich habe kein Holz. Oh mein Gott, ich habe kein Holz. Scheiße. Geh ich jetzt? Ich glaube, ich gehe echt hoch. Aber wir sind halt auf dem Ozean. Ja, come on. Wenn ich sterbe, wenn Keep Inventory an ist und ich sterbe, dann bin ich ja wenigstens da, wo Holz ist. Okay, da geht's noch tiefer, Bro. Es geht so, das ist so eine Big Cave. Okay, das war so lustig. Ihr wisst ganz genau, wie das aussah. Das war so eine mini Cave, in die ich reingegangen bin, so auf Verzweiflungsbasis. Guckt euch das an, Junge. Es geht immer tiefer. Okay, das sind noch mehr. Wir sind auf minus 54. Also eine bessere Cave als die gibt's eigentlich nicht. Weil die sind ja ganz, das sind auch welche, Bro. Die für Dias sind auch die häufigsten. Ich meine, letztendlich ist es auch egal, ob wir uns was craften oder, oh, waren das Dias? Ob wir uns was craften oder nicht, weil man kann sich auch vorstellen, was man damit machen hätte können. Aber warte mal, wir hatten noch einen Mineshaft. Wenn ich den Mineshaft, oh, das sind noch mehr, das sind so viele Dias, Junge. Eine Minute. Hier ist halt auch immer nur einer. Oh mein Gott, das ist noch einer. Let's go. Ich bin so froh um jeden einzelnen. 19 Dias. Das ist fast Full Dia. Man, vielleicht schaffen wir es ja noch. Anyway, den Gap esse ich nicht, weil ich finde, der Gap könnte auch noch am Ende ausschlaggebend sein, ob ich gewinne oder nicht. Wenn meine guten Items natürlich jetzt nicht benutzen. 20 Sekunden kommen noch. Ja, let's go. Oh mein Gott. Nochmal einer. Jetzt ja nicht gierig sein, aber ich würde mich echt noch freuen, wenn ich noch einen finde. Vielleicht auch noch drei oder so. Come on. 8 Sekunden. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Okay, GG. 30 Minuten sind um. Ruhe ich ganz kurz, wäre noch was gewesen? Ja, die Cave wäre jetzt sowieso vorbei gewesen. Ja, ich werde eh in die Sackgasse gelaufen. So, wir sind in der 3-Stunden-Version. Und die 3-Stunden-Version startet in 3, 2, 1. Let's go. 3 Stunden. Und wir müssen den besten Stuff haben. Und ich weiß immer noch nicht, habe mir noch keine Gedanken gemacht, richtig. Und ich bin mir nicht richtig sicher, ob ich Minecraft durchspiele oder nicht. Also man kann jetzt wirklich Minecraft durchspielen. Auch wenn es lange dauert und es eklig ist, man schafft's. Bei Minecraft durchspielen ist halt das Coole, man kann sich dann auch Endcities holen, aber ob das am Ende aufgeht, man weiß halt nicht, wie es läuft. Das ist halt schon sehr, sehr risikomäßig. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich Minecraft durchspiele. Ich glaube, ich werde es so machen, wie es gerade kommt. Ich glaube, ich gehe schnell auf jeden Fall in den Nether. Auch wenn wir jetzt so lange Zeit haben, muss man natürlich die Zeit trotzdem gut nutzen, vor allem am Anfang. Und ich glaube, ich werde es so machen, ich gehe schnell in den Nether, versuche schnell irgendwie was zu finden und wenn ich merke, okay, das wird nichts, dann werde ich als Notfalllösung halt einfach Minecraft durchspielen. Und wenn ich im Nether eine Festung finde oder die Blaze Shots holen kann, easy, dann werde ich es machen. Ich entscheide dann spontan. Aber 3 Stunden ist schon echt eine lange Zeit. Bin echt mal gespannt, ob irgendjemand, wenn es ich dann nicht sein sollte, ob irgendjemand Minecraft durchspielt. Das Drachenei ist halt auch da. Also klar, Drachenei gibt es nur einmal, aber das ist nicht das Wertvollste. Es geht schon um die funktionalen Items, also Netherite-Rüstung und so Stuff halt. Bro, hier gehe ich direkt rein. Alter. Da gehe ich direkt rein. Und da haben wir direkt Dias, Bro. Nach 5 Minuten die ersten Dias. Okay, das könnte echt interessant werden. Ich würde mir trotzdem Full Dia holen. Zweite End und Minecraft durchspielen wäre halt geil, weil halt Elytra. Und halt die Enchantments auf die Rüstung. Und dann sieht man halt schon, in welche Richtung das jetzt geht. Wir haben nach 5 Minuten den ersten Dia im Inventar. Da sind direkt noch mehr. Bei einer Dia-Picke würde ich mir direkt craften. Da ist nur einer. Okay, hier ist, glaube ich, kein Dia mehr. Ich habe mich nochmal hier runter. Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich immer so ist. Also warum immer... Also es ist wirklich immer so eigentlich. Aber bei jeder Cave, wenn man sich irgendwo runtergräbt, dann ist da, also bei jeder Wassercave, dann ist da immer eine richtige Cave drunter. Aber vielleicht hier nicht. Ja, okay. Alright, dann gehen wir hoch. 22 Eisen gefarmt. Ich hole mir jetzt nochmal hier ein bisschen Kohle. Dann schauen wir mal. Also bei 3 Stunden sind wir ja schon sehr lange der Welt. Da wäre es auch schon gut, wenn wir ein Dorf finden. Ich glaube, auf ein Dorf kann man nicht verzichten. Und auf die Heuballen da. Oder ich muss halt ein paar Tiere mitnehmen. Wo ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen Kohle hätte. Alright, let's go. Boah, ich glaube, ich hole mal ganz kurz einen Eimer. Halt das nicht länger aus. Noch einen Wassereimer. Oh mein Gott, ich habe mir noch eine Picke gemacht. Ich bin so ein Idiot. Egal, wenn wir früher oder später sowieso brauchen, glaube ich. Eine Spitzhacke und ein Eimer ist ja auch fast das Gleiche. Ja, jetzt halt das Problem, ich habe jetzt kein Essen. Also ich muss auf jeden Fall jetzt jedes Tier mitnehmen, was ich sehe. Das sind Schweine. Oh mein.
Okay. Zumindest habe ich jetzt wieder Essen. Ich wollte nur kurz zeigen, dass Keep Inventory an ist. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Weil wenigstens ein Wassereimer. Oh, wir können uns eine Sache machen. Das habe ich noch nie gemacht. Aber ich weiß, dass es super smart ist. Und zwar, wir sind ja gerade in einem wunderbaren Dark Forest. Und deswegen mache ich mir ganz kurz eine Schere. Weil dann können wir nämlich die Leaves hier abbauen. Dann haben wir nämlich Blöcke. Weil ich farm dann so die ganze Zeit Holz. Und dann benutze ich es einfach nur, um mich zu bewegen. Im Nether vielleicht jetzt nicht so ganz geil, aber wir sind ja noch nicht im Nether. Okay, da ist ein Rune Portal. Vielleicht haben wir ja Glück und ich kann da in den Nether. Würde ich mir zutrauen. Wir haben zwei. Okay, wir haben auf jeden Fall genug und das auch noch. Leute, ich glaube, ich gehe jetzt in den Nether ganz kurz. Ich glaube, ich schaue mal ganz kurz rein. Ach, Digga, ich bin so ein Vollidiot. Junge, was mache ich hier? Das mit Leaves in ein Portal gießen. Ja, nice. Das müssen wir den jetzt abbauen. Das dauert jetzt kurz. So, und vorbereitet wie ich bin, habe ich natürlich auch schon Gravel mitgenommen. Können wir uns ein Feuerzeug machen, in den Nether gehen. Jojojo, wie sieht's hier aus? Ich habe auch einen Goldhelm, deswegen bin ich auch jetzt direkt reingegangen. Auf jeden Fall kein schlechter Spawn, weil man nicht direkt bebombt wird von irgendwelchen Gas. Ich laufe mal ein bisschen in die Richtung und schaue. Wird es nicht so lange im Nether bleiben, weil an sich... Na gut, ich könnte halt jetzt eine Treasure-Bastion finden, aber würde ich auch die Rüstung herkriegen. Ja, wobei, vielleicht bleibe ich... vielleicht travel ich echt ein bisschen. Boah, Junge, gleich ist einfach schon erste halbe Stunde um. Okay, wir haben eine Festung. Wir haben eine Festung. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Blaze Rods holen möchte. Ich denke mir halt so, wenn ich Minecraft durchspiele, habe ich vielleicht eine Elytra, wenn ich auch schnell in die Endcities reinkomme. Aber dann habe ich halt auf jeden Fall kein Netherite. Und ich glaube, Netherite hätte ich mehr Bock drauf, so full Netherite zu farmen. Vielleicht noch mit Achievements. Deswegen glaube ich, gehe ich jetzt nicht hier rein. Ich habe jetzt auch noch nicht, also ich habe voll schlechten Stuff. Oder meinetwegen kann ich ja kurz durch die Gänge laufen, weil vielleicht kriegen wir da ein paar Dias zusammen. Wenn noch ein Dia für eine Dia-Picke, der wird auf jeden Fall schmecken. Naja, so viel habe ich jetzt ja auch nicht gefunden. Ja, ich mache das jetzt wirklich. Ich laufe jetzt über den Nether und suche direkt eine Bastion. Weil in der Bastion kann ich auch die Rüstung finden und so. Und ich glaube, das ist jetzt ziemlich gut, wenn ich das so mache. Weil ich meine, wenn ich jetzt schon mal im Nether bin und so einen schnellen Nether-In habe, dann nutze ich das jetzt auch. Ich liebe ja den Nether. Macht so viel Spaß, hier so Jump'n'Run-mäßig rumzueiern. Ja, ich muss auch aufpassen wegen meiner Picke, weil... Naja, wobei, wir können jetzt doch eine machen. Ah, perfekt. Geile Eisenpicke. Weil ich würde gerne eine Picke aufheben für die Goldblöcke in der Bastion, über die wir dann auch traden können. Und wenn wir dann gute Enderperlen bekommen, weil ich werde auf jeden Fall die Goldblöcke zertraden, also zumindest einen Teil. Und wenn wir dann gute Enderperlen bekommen, mit Glück von den Piglins, dann kann ich immer noch sagen, okay, lass uns schnell Minecraft durchspielen. Und dann können wir vielleicht am Schluss nochmal ein bisschen im End rumlaufen und gucken, ob wir eine Endcity finden, vielleicht eine Elytra. Also mein Traum wäre es, cool Netherite zu werden. Und ob wir dann noch schaffen, ins End zu gehen, weiß ich nicht. Hängt das halt alles davon ab, ob wir jetzt eine Bastion finden. Oder mehrere wahrscheinlich. Boah, komm on, wir müssen doch jetzt mal was finden, Junge. Als ob wir jetzt wirklich keine Bastion hier gerade kriegen. Jetzt halt nochmal rauszugehen, also ab dem Punkt kann ich eigentlich nicht mehr rausgehen. Jetzt zurückzulaufen, das würde zu lange dauern. Bin jetzt 1000 Blöcke über die ganzen Berge und so rumgelaufen. Ich nehme mal hier die Pilze langsam mit. Und das soll schon was heißen. Aber ich weiß ja nicht, wie lange ich hier noch bin. Oh, da ist eine. Da ist eine Bridge. Let's go. Das ist die mit den Goldblöcken. Oh mein Gott, schaut euch an. Die werde ich mir jetzt sowas von holen. Bro, die werde ich mir holen. Die werde ich traden, dass wir unsere Fahrkarte nach draußen haben. Und das meine ich auch mit ausnutzen. Ich werde mich jetzt nicht mit Absicht umbringen, um aus dem Nether rauszukommen, sondern ich werde mir dann schön Obsidian traden. Ich mache das hier vorbildlich und nicht mir hier nichts sackgaunern. Mal ganz kurz schauen. Also Blöcke technisch. Und die Leaves können wir benutzen. Müssen auch keine Angst haben, weil wir einen Goldhelm auf. Ja, komm mal her. Mann, ich halt mit. Die sind nicht die hellsten. Wisst ihr, also die rennen jetzt gerade wirklich von ihren Kisten weg. Guck, der läuft einfach gerade runter. Wunderbar. Jetzt kann ich hier reingehen, hier hingehen. Müssen halt aufpassen, weil die anderen greifen uns dann nämlich auch an, wenn wir jetzt die Kiste aufmachen. Das ist doch nice. Eine Mending Dia-Picke. Bro, das ist so nice. Und hier haben wir direkt 6 Obsidian. Nee, sonst nicht. Jawohl. Oh mein Gott, noch eine Silk Touch, Bro. Das ist so gut gerade. Okay, das ist eine sehr gute Kiste für das, was es ist. Noch ein Gap. Jetzt muss ich ganz kurz gucken wegen Inventarplatz. Ein Gap ist auch okay. Soul Speed Schuhe nehme ich gerne mit. Die Dia-Picke nehme ich auch noch mit, weil 2 Dia-Picken sind natürlich am Ende bei der Auswertung auch nochmal geiler. Und den Goldblock nehmen wir mit. Okay, das ist was Besseres hätte ich eigentlich nicht. Also aus den Kisten kriegt man eigentlich, also vielleicht ein bisschen Edge and Debris noch, aber das ist schon sehr, sehr stark. Und normalen Netherite Farm werde ich auch nicht machen, weil wir müssen ja sowieso die Upgrade Templates holen und die dann einmal holen und das dann duplizieren. Gut, vielleicht am Schluss. Okay, das schmeiße ich weg.
Jetzt können wir eine Eisenpickel wegschmeißen. 6 Obsidian haben wir schon. Das heißt, mit dem Gold können wir auf jeden Fall aus dem Nether raus dann. Aber wollen wir jetzt noch nicht. Hier rückt die nächste. Aber es ist leider eine unbrauchbare, glaube ich. Außer es ist die mit dem Soul Set unten. Da können wir dann nochmal schauen. Ja, aber das ist die nicht. Aber da sieht es doch richtig nach... Guck mal, jetzt hier so eine Treasure-Bastion, die so aufploppt. Mit so einer schönen glatten Wand. Oh, das war schon stylisch. Oh! Oh mein Gott, Junge. Ich bin so lange jetzt gelaufen. Bro, meine Finger tun weh. Scheiß Bastion. Digga. Dieses Scheißteil. Also Leute, da ist eine Treasure Bastion. Endlich. Endlich. Okay, dann fahre ich mir jetzt ein bisschen Holz hier und dann gehen wir in die Bastion rein. Jetzt sind wir hier wirklich. Also ich glaube, der Plan mit nur Bastion looten und darüber die Rüstung zu farmen, ist ein bisschen schon, ja, das können wir jetzt eigentlich schon vergessen, weil jetzt haben wir nur noch eine Stunde 30. Hätte ich jetzt in einer Stunde 30 noch so viele Bastionen looten können. Weiß nicht. Bro, ich gehe da jetzt sowas von rein. Ich bin sowas von ready für diese Bastion. Das glaubt ihr mir nicht. Ich werde auch erstmal hinkommen. Ey, imagine, ich sterbe jetzt, Digga. Wie geil wäre das? Eine Stunde rumgelaufen und dann tot. So, wir sind da. Und jetzt geht es nach unten. Und zwar werden wir uns jetzt von unten an die Kiste rangraben. Aber das geht eigentlich auch. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Hier schaut hier jemand Erfahrenem zu. Wir machen jetzt den großen Bankraub. Und das ist der große Tresor hier. Okay, es geht los. Wer hat Bock auf ein bisschen Netherite? Ich hab Bock. Da. Ist es eine Double? Ich glaube, es ist nur eine Kiste. Also an sich ist es einfach. Wir haben einen Goldhelm. Das heißt, nur die Kollegen greifen uns an. Und das Gute ist, wir sind in der Ecke. Das heißt, wir können jetzt... Also ich mache das 100% safe. Und zwar werden wir uns jetzt einfach einen Tunnel bauen. Ich meine, ich kann es auch ganz radikal machen und einfach kurz hinhüpfen. Aber ich mache das so. Mein Gott. Bro, deswegen habe ich halt gerade ein Dach gemacht. Weil die Kollegen, die hüpfen auch mal runter. Naja. Schade. Wir müssen aufpassen wegen den Magma Cubes. Ich glaube, ich gehe. Oh mein Gott! Digga. Ja, das Ding ist halt, was jetzt gerade das Problem ist, ich habe kein Essen mehr. Also ich muss echt sparsam jetzt eigentlich auch mit meinem Heal umgehen. Ich kann jetzt nicht einfach so rein. Und wisst ihr, was ich gerade überlege? Ich überlege gerade, ob ich einfach die Bastion mitnehmen soll und dann einfach auf Risiko spielen. Und falls ich sterbe, haben wir ja Keep Inventory. Und dann respawn ich an der Overworld. Und da ich jetzt sowieso kein Essen mehr habe, überlege, ob ich einfach hinrennen. Schnell die Kiste loot, schnell die Goldblöcke. Ja, wobei, aber die Goldblöcke will ich halt schon haben. Ich finde das so kacke, Junge. Die können halt von oben runter. Also an sich können wir das machen, aber ich will halt die Goldblöcke haben auch. Jetzt ist es nicht so chillig, gerade mit den Magma-Cubes. Oh mein Gott, wir haben's. Okay. Es gibt keinen Netherite. Wir haben aber das Upgrade. Und an sich ist das Upgrade schon mal ganz gut. Ohne einen... Oh mein Gott, einen Diamond-Chop-4-Schwert. Oh, das ist was. Ja, okay, es könnte besser sein. Aber wir haben einen Upgrade, das heißt, wir können jetzt auch Ancient Debris farmen. Und theoretisch können wir jetzt in die Overworld gehen und dann über die Overworld Dias farmen und halt normal unter der Erde Ancient Debris. Ich glaube, ich travel nochmal weiter. Was? Egal. Egal. Wir sind in der Overworld. Wollte es nicht ausnutzen, deswegen wollte ich normal raus. Aber egal, wir sind in der Overworld. Um ehrlich zu sein, war es mir jetzt auch eigentlich egal, ob ich sterbe. Oh, das ist ein Dorf. Vielleicht haben wir da mal endlich ein paar Heuballen, Bro. Das wäre auch gut. Also jetzt wieder in der Overworld zu sein, fühlt sich aber auch nicht so nice an, muss ich sagen. Schon, also ich finde es auch blöd, dass wir gar keine Netherite jetzt haben. Also die DHS-Blätter und so hätte ich jetzt auch über die Overworld gekriegt. Das ist jetzt nicht das Geile. Aber ich guess besser als nichts. Da hinten haben wir auf jeden Fall Heuballen. Das heißt, ob jetzt... Da müssen wir keine Suppen mehr essen. Hier haben wir einen Lavasee. Und ich glaube, ich mache jetzt sogar mal ein Portal ganz kurz. So, auch wenn ich gerade aus dem Nether komme und absolut gar keinen Bock auf den Nether mehr habe, mache ich trotzdem jetzt hier ein Portal, weil vielleicht landen wir ja durch Glück in der Treasure-Bastion. Aha. Ich meine, wenn wir schon mal einen Lavasee haben, dann kann ich ja mal ganz kurz gucken, ob wir was finden. Dann geht's. Ja, wir gehen wieder raus. Ha, hier war auf jeden Fall schon mal jemand. Ob das ich war, weiß ich nicht, aber hier war auf jeden Fall schon mal... Einer. Jetzt will ich schnell ein paar Dias ranholen. Jetzt haben wir fast nur noch eine Stunde, Bro. Ja, Mann. Also ich wäre auf jeden Fall besser als in der... Also in der 2-Stunden-Version hatte ich ihn. Das war schon sehr glücklich. Da hatte ich 2 Bastionen und in der einen hatte ich 2 Netherite-Barren. Da war ich dann halb Netherite nach 2 Stunden. Danach bin ich halt in die Overworld und hab da halt noch ein bisschen Stuff gefarmt und so. Und Armor-Trims und so. Es schreit halt schon wieder. Ja, wir können auch hier wieder in den Nether, oder? Ja. Bro, ich glaube, ich gehe wieder in den Nether. Bin jetzt auch wieder ein bisschen gelaufen. Ich glaube, ich werde auch hier wieder in den Nether gehen. Und nochmal schauen, ob wir Glück haben. Weil, Bro, das frisst mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Dass ich halt wirklich so Pech hatte. Okay, wir gucken nochmal rein. Vielleicht haben wir ja Glück und finden nochmal eine Bastion. Ja, die Cords sind halt super, super low. Ich weiß nicht, Bro, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich lasse das. Ich glaube, ich mache das nicht. Ich glaube, ich ziehe meinen Plan durch. Ich nehme auch in der Overworld jetzt nochmal das Portal mit. Also das Obsidian, was da ist. Dann farme ich mir den ganzen Stuff. Und wenn ich dann genau alles habe und dann irgendwann in der Cave rumgucke oder so und da gerade meine Dias zusammenfarmen. Wenn ich dann genug Dias habe, dann stelle ich direkt ein Portal auf, gehe in den Nether und werde dann den Rest der Zeit einfach noch am Nether verbringen und Netherite suchen. Ich glaube, so mache ich es eher. Okay,
Hier haben wir einen Ozean. Jetzt wird gecomebackt. Wasserfreck, ein Shipwreck. Ich nehme das jetzt nochmal mit, aber hey, Shipwrecks nehme ich nicht mit. Ich gehe jetzt nur auf Wassercaves. Also jetzt steht der Full-Fokus auf Diamanten. Ja, doch ganz nett. Ja, aber sieht es noch nicht so gut aus. Brauche ich mal wieder ein paar Blöcke, fällt mir gerade auf. Oh, da sind doch meine Diamanten. 5 Stück. Aber ich will noch mehr. Ich brauche mehr. Und das ist jetzt irgendwie auch nicht so die beste Cave. Alter Junge, was ist das für eine Quelle? 13 Dias. Let's go. Und ich habe schon wieder kein Crafting-Table. Boah, es ist immer beim Caven, dass ich kein Holz habe. Vergesst das immer. Aber man muss ja auch sagen, ich kann immer noch gewinnen. Wenn ich bei der 1-Minuten-Runde und bei der 30-Minuten-Runde sehr gut war, dann kann ich immer noch gewinnen. Es geht ja auch nicht nur darum, wer jetzt gewinnt. Es geht darum, wer insgesamt gewonnen hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht bisher von meiner Leistung. Obwohl ich nicht wirklich was dafür kann. Vielleicht hätte ich einfach, wo ich am Anfang die Festung gefunden habe, einfach das als Zeichen nehmen sollen. Und einfach Minecraft durchspielen sollen. Vielleicht wäre ich dann jetzt besser am Start. Ich mag jetzt kurz ein bisschen Holz. Dann können wir uns ja mit unseren Dias, die wir jetzt schon haben, mal die Sachen craften, die wir uns eh craften würden. Dann schauen wir mal, wie es eigentlich aussieht und wie viel Dias wir tatsächlich noch brauchen. So, also eine Hose brauchen wir und auch Protection. So, den Helm würde ich behalten erstmal. Machen wir uns noch eine Axt. Eine Axt ist vielleicht auch ganz gut. Und ja, halt drei. Naja, wir brauchen noch mehr, Mann. Wir brauchen auch viel, viel mehr Dias, bevor wir in den Nether gehen. Wirklich. Hier. Ich sag ehrlich, Digga, das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob da so eine Big Cave wäre. Geh aber trotzdem rein. Hier haben wir hier nochmal eine Cave. Oh, da sind Dias. Wichtig. Brauchen wir noch vier. Hier, Dias. Und da sind auch noch welche. Okay. Es könnte jetzt nochmal krass werden. Wir haben eine Cave. Die sieht auch schon mal ordentlich aus. Ja, die sieht ordentlich aus. Wer weiß, vielleicht changed sich jetzt nochmal ein bisschen was. Vielleicht können wir jetzt comebacken endlich. Oh. Den Helm behalte ich für den Nether dann. Und jetzt heißt es halt, nochmal Glück haben. Ja, haben's. Ich gehe rein. Gehe in den Nether. So, rein geht's. Ich werde jetzt den Rest im Nether verbringen. Okay, ich gehe Richtung Westen. Da ist eine Bastion. Da ist eine Bastion. Oh mein Gott, da ist eine. Da ist halt echt eine. Bro, ich glaube, das ist keine Treasure-Bastion. Doch, das ist eine. Das ist eine Treasure-Bastion. Wenn ich eine Sache erkenne, dann ist es eine Treasure-Bastion. Okay, eine Kiste. Ich weiß nicht, es könnte ein Flop sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Traum. Das ist richtig gut. Ein Netherite Barren. Wir haben das und wir haben das. Das heißt, wir müssen jetzt noch 2 Ancient Debris oder Scraps finden, was wir noch hinkriegen, weil wir in dem anderen Teil auch noch was finden wahrscheinlich. Und dann, ja. Also wir haben einen Netherite Piece. Wir haben einen Netherite Piece und ich würde sagen, sollen wir uns das auch gleich machen? Ja, come on, wir machen uns das auch gleich. Wir haben ja jetzt auch, theoretisch können wir es, also wir können sogar das nochmal duplizieren. Wenn wir noch eine finden, dann können wir sogar uns noch einen Netherite Piece machen. Lass kurz die Chestplate machen, oder? Fuck. Ein Netherite Piece. Ist doch schon mal ein bisschen ansehnlicher. Okay, nochmal eine Diapicke. Ich meine, eine Diapicke ist ja nicht schlecht, oder? Eine Diapicke ist ja nicht so bad, weil letztendlich in der Auswertung ist es dann nochmal ein Pluspunkt. Ist auch kein Ancient Debris. Meine Dia-Schaufel. Oh, das ist sehr, sehr gut. Dann sparen wir uns ein Dia. Let's go. Jetzt haben wir noch den anderen Raum. Ah, nochmal ein Upgrade. Okay. Und nochmal eine Diapicke. Die nehme ich auch mit. So, diese 4 Blöcke abbauen. Ich bin genau zwischen 2 Chunks gerade. Höchste Wahrscheinlichkeit. Besser geht's nicht. Digga, was ist denn hier? Hä? Bis. Oh mein Gott, da ist was. Oh mein Gott, bitte zwei. Oh mein Gott, das sind 2. Let's go. Und es sind damit, ist es nochmal halb Netherite-Rüstung. Es sind keine 3, oder? Halb Netherite-Rüstung, wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aber halb Netherite bin ich. Und da muss ich sagen, bei 2 Stunden war ich auch halb Netherite mit unfassbarem Glück in der Bastion. Man kann jetzt ganz gut eine Stunde abziehen, in der ich einfach nur rumgelaufen bin und Unglück hatte. Dafür ganz guten Stuff. So, die letzten 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das war's. Also, dann treffen wir uns bei der Auswertung. Also, kommen wir zur ultimativen Auswertung von dem Ganzen. Ihr seht hinter mir sehr viele Kisten, immer wieder 1 Minute, 30 Minuten und 3 Stunden. Und wir schauen uns jetzt an, wer gewonnen hat. Ich würde sagen, auf die Siegerkiste mache ich einfach immer einen Dia-Block, damit ich es besser überschauen kann. Und der die meisten Dia-Blöcke hat, hat dann einfach gewonnen. Okay, wir schauen uns zuerst an. 1 Minute von mir. Yo, man muss halt wirklich dazu sagen, ich habe ja 1 Minute Holz abgebaut, mir schnell meine Picken gemacht, noch Sugarcane ergattert, ich habe es noch Sanders geklaut. Er hat das sogar abgebaut. Es wird ziemlich schwierig. Ich bin auch echt gespannt, was da überall alles drin ist. Also, jetzt haben wir Großmeister Ben.
Okay, ich würde sagen, Großmeister Ben. Ja, okay, er hat 6 Brote. Wo hat er denn eine Kartoffel? Als ob er ein Dorf. Er hatten wir einen Dorfspawn. Ja, Bro, als ob. Okay, aber er hat keine. Ich sehe schon, er hat keine Steine. Das ist jetzt auch ein bisschen diskussionsmäßig. Bro, man muss halt sagen, die 1-Minuten-Runde werden genauso gewertet wie 30 Minuten und 3 Stunden. Alles gibt einen Punkt. Die Brote, würde ich sagen, sind schon krass. Also machen wir weiter mit bedeutlich. Und ich würde sagen, da kann man schon ganz klar sagen, dass er raus ist. Wir die Kisten nicht abbauen. Wir machen auf die, die raus sind, einen Dirtblock drauf. Also, als nächstes haben wir Sanders. Okay, er hat ein Schwert gemacht. Bro, wer macht sich ein Holzschwert? Leder und halt auch Essen. Ja. Und Expector hat, er war wahrscheinlich im Pillager Outpost, habe ich auch gesehen. Erfahrungsflasche, gut. Und er könnte sich auch Brot machen. Auch eine Kartoffel. Aber daraus macht man sich nur ein, drei Brot. Ja. Ich würde aber sagen, er ist auch raus. Ich würde sagen, er ist raus und ich würde sagen, ich bin auch raus aus der 1-Minute-Runde. Ich habe zwar als einziger Stein, glaube ich, gehabt. Aber ich glaube, es kommt bei der 1-Minuten-Runde auf Essen an. Weil welche Kiste würdet ihr euch aussuchen? Würdet ihr euch eine Steinpicke aussuchen? Oder würdet ihr euch Essen nehmen, wenn ihr jetzt mit OP-Stuff dasteht? Deswegen würde ich eigentlich sagen, hier, ich würde Ben den Win geben. Okay, kommen wir zur 30-Minuten-Runde. Und hier wird das Ganze schon interessanter. 30 Minuten, eine halbe Stunde. Wir fangen wieder mit meiner Kiste an. Was habe ich in 30 Minuten gefarmt? Ja, und ich muss sagen, ich bin auf 30 Minuten mehr stolz als auf 3 Stunden. Weil ich habe 20 Dias gefarmt in einer halben Stunde. Das ist schon solid. Hab auch einen Eimer, hab ein Schild, hab ein Gap. Wir werden hier keine, also diese Kisten sind nicht sortiert, deswegen ist hier viel Müll drin. Ja, ich bin damit echt zufrieden. Was hat Großmeister Ben in 30 Minuten gefarmt? Ich weiß halt gar nicht, was die anderen jetzt haben, deswegen ist auch für mich, Was hat Großmeister Ben gefarmt? Okay, er hat sogar Armor Trims. Er hat Essen auf jeden Fall schon mal, aber er hat keine Dias. Oder, nee, wait, doch, er hat Dias. Er hat eine Dia-Chestplate, habe ich nicht gesehen. Er hat eine Dia-Chestplate und viel Eisen. Was hat bedeutlich in 30 Minuten gemacht? Okay, ein Buch. Smite 4, wahrscheinlich gefunden. Er hat Dia-Schuhe, also nicht so viele Dias. Das erst raus. Was hat Sanders in 30 Minuten gemacht? Ey, da bin ich jetzt echt gespannt. Okay, er hat Amethyst, er hat Lapis. Ja, hat einen Bogen und einen Pfeil. Aber lass mal den Enderdrachen falten. Er hat Rundum-Paket. Rundum-Paket. Aber ich glaube auch er hat es nicht geschafft. Da war auch bedeutlich, glaube ich, stärker. Er hat keine Dias. Ich glaube, es kommt ja wirklich auf Dias an. Auf Dias oder andere nützliche Sachen. Digga, ich finde das so krass. Digga, es geht darum, so OP-Stuff zu farmen. Er farmt erstmal ein bisschen Redstone. Ihr müsst euch vorstellen, das Redstone, das landet da nicht von alleine in seinem Inventar. Der Typ ist in eine Cave gegangen, wusste, yo, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Anstatt nach Dias zu suchen, nimmt er einfach mal, lass mal ein bisschen Redstone mitnehmen. Okay, was hat Expector in 30 Minuten? Okay, sorry. Full Dia, Dia-Schwert und noch so 2 Dias. Das sind mehr Dias, als ich habe. Und die Rüstung gemacht. Ja, ich glaube, das ist schon der Gewinner. Den Winner. Gerade sieht so aus. Großmeister Ben und Expector haben beide schon einen Win. Das waren auch die beiden Personen, die im End waren. Ich bin echt gespannt. Kommen wir zur letzten. Wahrscheinlich, vielleicht entscheidenden Runde. Es gibt nur noch eine Runde, einen Dia-Block zu gewinnen. Wenn Großmeister Ben den Dia-Block gewinnt, hat er gewonnen. Wenn Expector den Dia-Block gewinnt, hat er gewonnen. Oder wenn einer von den anderen den Dia-Block gewinnt, dann ist es ein Unentschieden. Ich habe Alp-Netherite-Rüstung. Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten auch noch mal ein bisschen Zeit, das zu craften und zu smelten. Deswegen hatten alle 4 Dia-Picken aus der ganzen Bastion. Sharp 4 Dia-Schwert. Die Enchantments muss man natürlich auch berücksichtigen. Was vielleicht jetzt bei der Runde ein bisschen relevanter wird. Essen genug. Portal. Auch noch mal so Dias. Viel Gold. Ja, ich muss sagen, also nach 2 Stunden hatte ich etwa auch den Stuff. Vielleicht ein bisschen schlechter, ich hätte kein Upgrade mehr. Aber ja, das war diese eine Stunde im Nether. Was hat Großmeister Ben? Ja, da sieht man es halt. Er war einer der im End waren. 45 Dias. Ist halt NCDs. NCDs sind halt krass. Den ganzen Dia-Loot hat er nur aus den NCDs. Die haben halt Minecraft durchgespielt. Drachenei. Drachenei ist ganz cool, aber zählen wir jetzt nicht als... Also, keine Ahnung. Ich würde sagen, Drachenei vielleicht so wie ein Netherite-Barren oder so. Aber sogar noch ein bisschen Netherite. Also er hat am Anfang echt ein bisschen Netherite sogar noch mitgenommen. Und halt, ja, 5 Elytras. Elytra ist halt krass. Elytra ist halt wirklich... Also, wenn ihr euch eine Kiste von mir oder von ihm aussucht, würdet ihr euch ganz klar wahrscheinlich für seine Kiste entscheiden. Weil er hat einfach die Elytra. Trotzdem, wir gucken weiter. Bedeutlich hat nichts, weil er musste offline. Das heißt, er hat nicht mitgemacht. Mit Sanders. Weiter geht's mit Sanders. Was hat Sanders in 3 Stunden? Die Sanders waren schon bei Seven vs. Wild dabei und hat bisschen im Wald ein paar Ressourcen gefarmt. Bro, was zum Teufel? Also, Leute, Keep Inventory war an. Was hat er gemacht? War er AFK oder was die ganze Zeit? Das sieht mir stark danach aus, als ob er einfach mal so ein bisschen in den Spruce-Wald gegangen ist. Mal ein paar Saplings mitgenommen, ein bisschen Zuckerrohr unterwegs, ein bisschen gelaufen, hier mal so eine Blume mitgenommen. Ja, aber das können wir, glaube ich, relativ schnell sagen, dass er nicht gewonnen hat. Okay, Expector, es wird spannend. Expector war auch im End. Expector war auch im End. Natürlich, also er hat wahrscheinlich jetzt nicht das Drachenei, aber was hat er in 3 Stunden gefarmt?
Und ja, er war auf jeden Fall am Ende der zweite Lightross. Okay, was ist das jetzt hier? Sollte da auch reingucken. Okay, hier war noch mehr. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 Elytrim. Ja, hier ist auch noch mal ein bisschen Dia-Rüstung. Und sonst auch viele Dias. Auch Armor-Trims. Oh ja, als ob da ein Armor-Trim drauf ist, das sehe ich gar nicht. Sieht das aus? Okay. Das End sieht die Armor-Trim. Ah ja, okay, Full Armor-Trim-Rüstung. Full, ich sehe, Digga, jetzt sieht man ja gar nicht, Digga. Full Armor-Trim-Rüstung. Ja. Und mehr Elytras als Großmesser-Bären. Also ich würde, glaube ich, ganz... Sollen wir das, also, ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich habe halt als einziger Netherite. Aber ich glaube, ich kann da nicht mithalten. Gut, an sich, am Ende ist es ja auch ehrlich egal. Am Ende ist es ja auch eigentlich egal. Weil man kann sagen, Dias haben sie mehr als ich. Gold habe ich mehr, aber Gold, ja okay, Gold habe ich mehr. Netherite, eigentlich haben die alles besser als ich, außer dass ich halt Netherite habe. Und Netherite, die haben eine Elytra. Ich würde mir den Loose geben. Ich nehme den Loose mit. Ja, ich würde, wisst ihr was, wir machen es einfach so. Dann sind sich beide einig. Wir teilen uns den Platz. Ihr teilt euch den Platz. Er hat mehr Elytras, er hat das Drachenei und er hat halt auch noch die Full Armor Trim Rüstung und ein paar andere Sachen. Machen wir es einfach so, dann teilen wir uns den ersten Platz. Beide haben gewonnen. Ihr könnt natürlich trotzdem in die Kommentare schreiben, wer für euch der Winner ist. Aber wir werden uns an dem Punkt einfach nicht einig, weil man kann jetzt ewig hin und her diskutieren. Ja, ich habe bessere Enchantments, ich habe mehr Elytras, ich habe das Drachenei. Deswegen machen wir es einfach so. Schreibt in die Kommentare, wer gewonnen hat. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Aufnahme vorbei. Jetzt kracht's.